2020. Die Welt hält den Atem an. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand, die Wirtschaft zum Erliegen. Ein Szenario wie aus einem Science-Fiction-Film ist nun bittere Realität. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff und wird unsere Zukunft nachhaltig prägen. Nicht nur die Sorge über die eigene Gesundheit und die unserer Nächsten beschäftigt jeden Einzelnen, sondern ebenso die Frage der beruflichen und finanziellen Zukunft. Die wirtschaftlichen Folgen wirken sich auf alle Branchen aus und betreffen Dienstleister und Einzelhandel ebenso wie Selbstständige. Sei es der Metzger, das kleine Lieblingslokal oder der örtliche Brillenladen, alle stehen vor einer großen Herausforderung. Existenzängste und Zukunftssorgen sind für viele plötzlich traurige Realität geworden. In dieser Situation ist es wichtig, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Nur durch Solidarität und Mitgefühl untereinander können wir diese schwierige Zeit bewältigen. Aus diesem Grund sollten wir alle bewusst die regionale Wirtschaft unterstützen, um Einzelhandel und Handwerk zu schützen. Seid loyal, kauft lokal. Denn es wird eine Zeit nach Corona geben und auch dann möchten wir auf regionale Produkte und Service nicht verzichten müssen. Solidarität und das Miteinander muss jetzt im Vordergrund stehen. Oft nicht bewusst wahrgenommen, zeigen sich in dieser Zeit die eigentlichen Helden des Alltags. Ärzte, Pflegekräfte, Polizei und Feuerwehr, ebenso wie Handwerker und Kassierer. Sie alle machen unter größter Belastung zum Wohle der Allgemeinheit das Unmögliche möglich. Danke an alle diese Menschen, die täglich so viel für die Gemeinschaft bewegen. Werden wir auch ein Teil davon?